Willkommen zurück. Spiel läuft wieder. Ist gerade gestartet, aber wir müssen leider nochmal das ganze Verkaufen machen, weil Kai nicht gespeichert hatte nach dem Verkaufen, weil Kai nach dem Rasten speichern wollte. Und die Rast dann so ganz durchgegangen ist. Whatever. Ist noch ein paar Sachen noch. So kann ich die Diebeswerkzeuge eigentlich nie stapeln, das eine da. Wieso lässt sich das nie stapeln, hä? Ist da irgendwas faul? Ans Lager senden. Ans Lager senden. Kleine Büchersammlung rein. Ans Lager senden. Der wiegt irgendwie was. Senden wir die auch mal ans Lager. Ich mache mal das Eulenbeerei ans Lager. Hier sind Goblin-Gemälde. Dreier Strichmann, kann ich das lesen? Drei Kursche. Was? Ein humanoide Figur und eine Figur, die wie eine Elfe aussieht. Alle drei tragen einfache Kronen. Ah, was? Danke, wer war denn das? Lykan! 200 Bits! Danke dir für die Unterstützung. Zwei Gems kaufst du, danke dir. Das verkaufen wir einfach. Yes, my friend? Okay, whatever. Das können wir nochmal behalten. Ich kann einen anderen reinstechen lassen. Ich kann einen anderen Charakter nehmen und sagen, der kann bei dem mal ein bisschen rumstechen. Okay, das sieht gut sortiert aus. Jetzt machen wir was ganz Wichtiges danach. Speichern. Erfolgreich. Okay. So, wichtig. Dann legen wir uns nochmal hin. Vielleicht kann mich ja ein anderes Bett legen. Wake up. Oh. Hey. Aches. Why won't you let me in? Take a deep breath and relax. I need to go deeper. Nausea twists your stomach. Das habe ich auch immer zu meiner Freundin gesagt. Hunger, not revulsion. Something inside. Kann man die Minimap mal nach Norden ausrichten? Muss ich mal testen. Ich meine, ich mache noch mal den Charisma. Was ist, wenn ich jetzt wieder stehe? Eigentlich habe ich vorher nachgegeben. Ungewollt. Also gebe ich jetzt auch einfach nach. Weil ich will nicht, dass ich den schaffe. Und da ist mir doch Zufall gerollt. Whatever. Lass uns im Zufall. Whatever. Das schaffe ich eh nicht. Und wenn ich schaffe, dann wollte das Schicksal, dass ich schaffe. Ich schaff's eh nicht. I can't wait to see you again. Okay. Naja, es ist mal mein Bett hier. Okay, könnte man die immer nach Norden ausrichten? Oh. Sehe mal zumindest gerade nichts. Speichern? Okay. Und jetzt trauen wir uns zu Will hin. Don't tell me. Another dream. And this one was more intense. One of us goes messing in heads and the brain bug gets cranky. Sure as snow in deep winter. Enough with the mind meddling, don't you think? What's the harm? We had a bad dream, nothing more. Eigentlich gesagt, es ist verboten, außer man hat eine Schnapszahl heute. Candy! Vielen, vielen Dank dir. Für 5 geschenkte Subs. Eine Hand.
Oh, Schwerter Kreuzer, Felix, Oakley, Albtraumkrieger und Horsty. Willkommen oder willkommen zurück auf der Couch. Benutzt die bösen, bösen Emotes für böse, böse Dinge. Nein, benutzt die lieben Emotes für böse Dinge. So geht es. Und danke dir, Candy. Oh mein Gott. Wir brauchen mal. Ich brauche mal noch ein paar neue Emotes. Sollen wir noch ein paar. Brauchen wir noch Bob-Emotes oder brauchen wir was anderes? Was könnten. Ich muss natürlich dann wieder ein Emote löschen. Das tut mir so leid, immer ein Emote zu löschen. Ihr könnt ja mal sagen, welches Emote ihr überhaupt nicht mögt. Dann tausche ich das vielleicht aus. Vielleicht lasse ich nochmal einen Bob-Emote oder einen Real-Life-Emote machen. Oder schon. So, wir hatten einen schlechten Traum, sonst nichts. Ich möchte nicht, ich habe das gehört, was richtig war. Erwartet keine Entschuldigung. What I expected was sense. Asterion ist einfach. I hadn't figured you so short-sighted. Isn't it obvious? The visitor wants to divide us. For each mind you poke, we edge closer to ruin. Nur Astarion machst du aber wieder. Oh, die 2020. Stimmt, die kann ich raushauen, aber die sind nur. Okay, I'm sorry, Chat. Ah, wir müssen uns verstehen. Ich hab gewisse Emotes für 5 Euro. Okay, für den normalen Sub. Und die sind begrenzt. Und dann gibt mir Twitch 5 Emotes für den 2er Sub und 5 Emotes nochmal für den 3er Sub. Aber ich kann die nicht wegnehmen und in den normalen Sub tun. Und weil da 5 Slots offen waren, habe ich da einfach die alten Emotes reingesteckt, die sonst rausgelöscht waren aus dem normalen. Und in den 10er reingesteckt und so. Ich meine, ich kann da halt austauschen. Vielleicht, also da ist es nicht so, dass ich das dann austausche. Kann ich dann bloß für 10er und also für 2er und 3er Subs austauschen und nicht für die normalen. Die normalen Subs, da fehlt's halt. Da fehlt's halt enorm, sozusagen. Den Keks essen, den könnte ich wirklich rausmachen. Aber Cuddy Couch war mein allererstes Emote. Ich habe die Künstlerin so oft damit genervt, mit dem. Bis das Herz toll aussah mit den Kissen. Die ist fast ausgerastet, wie oft sie das neu machen musste, bis mir das gefallen hat. Also Kekse futtern ist halt, passt halt mit Keksen. Die Spinne gibt es nur in 3er Sub. Ich meine, ich kann die 2019 und 20 löschen. Ich habe es eigentlich bloß getestet, ob die. Hören wir mal hier auf, ob die es da reingeht in den Rang. Aber wie gesagt, ich hätte zu gerne mehr Slots für den 5er und nicht mehr Slots für die höheren Subs. Ich habe 2 Emotes für Hallo. Das stimmt, aber das Cuddy High ist halt wieder ein Klassiker, aber ich kann es vielleicht raushauen. Aber das war halt, wo ich Perücke und alles hatte. Das war halt. Das Bob war mehr so. Es war eigentlich nie als Hallo-Emote gedacht. Sondern mehr so, hey! Aber es ist natürlich, kann auch sein. Ja, du kannst auch das Hallo im Moment, das stimmt. Es war halt, ich wollte einen netten Bob haben, der ranwinkt. Aber man kann es auch als Hallo nutzen. Vielleicht soll ich das High-Emote rausnehmen. Das ist okay. Aber was brauchen wir dann, Chat? Was brauchen wir dann für ein Emote? Das muss ich dann labern, jetzt kann ich dann mit euch labern hier. Ohne viel Rost. Das stimmt schon. Ich könnte das alte High-Emote rausnehmen. Das ist die Frage, was wir dafür brauchen. Ein Cuddy-Zwerg, wenn er mal wieder Tank spielt. Mit. Ja, oder generell ein Cuddy-Tank oder so, aber es ist dann ganz spezifisch. Was gibt's denn manchmal, wo ihr was schreiben wollt und lieber ein Emote machen wollt? Das ist die Frage. Im Hypen, Cheeren, okay sagen, lieben. What could they accomplish? Mal schauen. Lauern wir im Spiel, machen wir im Spiel weiter. Das verwirrt, könnte ich wieder reinhauen. Fail ist auch. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull.
The spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than the fungi. Aha. Ich habe noch nie von der Gesellschaft der Brillanz gehört. Ich habe noch nie einen Hobgoblin bei euch getroffen. Das stimmt beides. Habt ihr etwas Interessantes zum Handeln? Ah, habt ihr denn hier... Was ist eine Gesellschaft der Brillanz? Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Ich habe Pilze gesammelt, die ich oben verkaufen möchte. Wirklich? Ich habe mich hier unten verlaufen. Ich meine, ich habe mich wirklich, na, verlaufen hat wirklich, aber im Endeffekt war ich bloß neugierig, das kann ich nicht antworten. Ich sage einfach, ich habe mich unten verlaufen. A common phenomenon in the Underdark, I'm afraid. Could I ask what you were searching for to begin with? Schätze? Oh, ich kann ihm alles erzählen. Hör's aber mal offen. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Omelium! I hope this is important, Blair. My Zirkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside her head, but she hasn't turned. No, Sarah Morfosi. That's impossible. Intrigue. Are you looking to have it extracted? Wieso ist da ein Gedankenschänder da unten? What the fuck geht hier ab? Elathide ist euer Freund. Wie ist das möglich? I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the Grand Design. I ask that you refrain from violence. While I respect that your opinion of my kind may not change. Ihr sterbt wie alle anderen. Was ist der große Plan? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being. Would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Fuck! Sollen wir das zu... Ich bin interessant, was ihr machen würdet. Fuck, was machen wir da? Na, ich hab schon so viel gekillt. Wir können einfach mehr killen, aber... I don't know! Hä? Ich meine, da kann mich auch einfach täuschen. Hier sind auch so viele Lügner und Täuscher dabei. Das ist... Okay, soll ich mich entspannen? Ich meine, als ich das letzte Mal mich von dem Gedankenschinder entspannt habe, war ich plötzlich tot. Okay, Chat will auch, dass ich mich entspanne. Okay. Es ist okay. As Omelum's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive. Awake. Almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete.
has showed your transformation. But the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. Was, wenn die Stase ändert? Könnte sie entfernen? No. It appears to be shielded from physical and magical influence. Aha. And even without the shield, the extraction would involve severe cranial trauma. Das klingt nicht ideal. It is not ideal. The process would surely kill you. Da waren die ganzen Tests vergeben, danke für die Informationen. Es ist auch scheißegal eben, ob man die anderen Heiler findet oder nicht, weil die eh nicht helfen können wahrscheinlich. Aber dann, was Lazel meinte, aber die Githyanki sind ja so eine Sklavenrasse von den Gedankenschildern, oder? Ich meine, wenn sich da jemand auskennt, dann sind das von denen Leute auch. Ich könnte von dem Schiff erzählen. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon vertraut, dann können wir noch mehr vertrauen. The Nautiloid. Fascinating. I have never set foot on one myself. They were our warships during the greatest eras of the Illithid Empire. We ruled the entire astral plane from their decks. The design was lost when the Gith rebelled and ended our dominion. Ah, die Gith haben rebelliert und sind nicht mehr Sklaven. Okay. Danke. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Ich dachte, die Stase ist der Grund, warum ich noch lebe. Ja, was ist, wenn die Stase nicht mehr da ist? Dann werde ich übernommen und werde ein Gedankenschinder oder was? I do not intend to shatter its protection. Sondern? I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Okay. Was für Alchemie habt ihr im Sinn? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. Sie machen dich high. I would require a fresh tongue of Magnus and Timask spores. Muss ich draußen welche suchen? But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timasks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. Reizmo, finde ich die Pilze. The Underdark, of course. Although they are quite rare. And their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. Und wo ist diese Lenore? The southwest when I last saw her, although her tower does have a tendency to move. Ich komme wieder, sobald ich die Pilze habe, gut zu wissen. Warum sollte eine Klerikerin gefährliche Pilze haben? Weil sie auch Alchemist ist? She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society, but she refused. Her experiments on Sousa bark took priority. Okay, beides sollte man lieber nicht essen. My formula will hamper the more harmful effects once the mushrooms are brewed into a potion. Your sanity, however much you possess, should remain intact. Cool. Na gut. May your travels be safe and swift.
Krasser Shit. Kann er noch handeln? Welcome back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Level 2 Strahl. Ein Geschenk des Sonnenwandlers. Ist wahrscheinlich dauerhaft mit Licht, die dunkelsten Finsternis. Magisches Geschoss. Wenn der Träger magisches Geschoss wird, befördert jeder Energiepfeil zusätzlich 1d4 psychisch. Wie bitte? Wie bitte? Das verdoppelt den Schaden von magisches Geschoss. Das brauchen wir. Für unseren Gale. Das ist auch ein Level 2 Zauber, der ziemlich stark ist. Den können wir auch brauchen. Und einfach dauerhaft Licht könnte ich auch brauchen. Ha, gut, dass wir 3000 haben, hä? Das kostet 2000 im Einkauf. Fuck. Das muss ich mitnehmen. Magischen Schuss, das ist bloß ein Zauber. Der ist halt Licht. Licht kommt auch ohne aus. Aber wenn der Träger magische Geschosse wirkt, bewirkt jeder Energiepfeil zusätzlich ein Defi. Das ist zu krass. Weil wir können ihm einfach ein paar kleine Sachen so mitverkaufen, was wir da direkt brauchen. Wir brauchen Überrascht-Emote. Oh, das wäre eine Idee. Soll es ein Bob-Überrascht-Emote sein oder mein Gesicht? Soll ich mich aufnehmen jetzt? Das wäre eine gute Idee, Haranaf. I don't know. Das kann man noch verticken. Ich muss halt noch haben wir ein paar Sachen, aber. Gott. Wieso brauche ich eigentlich die Katzen dabei? Einfach, wenn ich ein paar Katzen habe. Blutsteine. I don't know, ob ich die Blutsteine noch brauche. Ja, den Rest muss man wohl mit Geld ausgleichen. Ich habe oben in der Bank noch was, aber geben wir dem halt 3000. Das ist zu gutes Teil. Very well. I have mushrooms to catalog. Ich habe einiges noch gelootet, das in der Kiste liegt. Ich habe einiges im Lager liegen noch. Aber holy moly. Damn, ist das gut. Das ist richtig, richtig gut. Ist es wieder wie bei. Wenn wir zum Beispiel magisches Geschoss Stufe 2 machen, wovon ich 3 Stück habe, das macht 1d4 plus 1. Mal 4. Das heißt, es sind. 8 Schaden bis 20. Richtig? Ja. 4 bis 16. Das sind 8 bis 20 Damage. Und mit dem Halsband sind es dann 12 bis 36 Damage. Was schon ein guter Damage-Anstieg ist. Kaffee muss man selber sehen. Nein, das macht man nicht. Das mache ich dann vielleicht mit einem anderen Charakter, da werde ich sicherlich auch herunterkommen. Da habe ich auch vor, andere Mitglieder zu nehmen. Aber wir müssen einfach, ich weiß, mit Lazel hier runtergehen. Kommen wir schon noch mit dem anderen mal vorbei hier unten. Aber damn, ist das gut hier unten. Was? Oh! Wieso ist denn das passiert? What the fuck? Raus hier! Wieso furzt denn ihr da rum? Wie ist denn das passiert? Okay, jetzt hat er voll den Schaden genommen.
Wo ist das Nachtlied? Gesellschaft der Brillanz, Entfernung des Parasiten. Damn. What the fuck? Rennt sie oder so? Oder wieso? Nimmt sie immer wieder Schaden hier? Pelzbus. Sieht mir gerade mal so aus, als ob sie... Das Schlabbern ist der Schinder. Ich nehme schon an. Ist das noch die Kolonie? Oben war ja auch noch was, aber das geht halt in so viele Richtungen auch wieder. Oh, die explodieren einfach, wenn man zu nahe kommt. Weg da! Kommt her! Wo ist Asterion? Oh. Vielleicht sollte ich die ab zu mal einfach anschießen, nicht dass das ist so. Es tut mir leid für eure Siedlung, aber wir warten immer wieder zurück, bis sich das legt. Hakenschrecken, what the The monstrosity stares blankly. The voice that echoes within you belongs not to it, but to the sovereign. Leave this one. Come to me. We must speak. Hakenschrecken. Habt ihr auch letztens meine Gruppe bekämpft? Damn it all. Wer schreit denn hier dauernd mit damit? Seek me. Ja, okay. Seek the sovereign. Okay, ich rede nur noch mit dem König. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wo ist er? Oh, da ist der. Ist er weiter? Schnell! Und da weg! Kann man den vielleicht einmal anschießen? Ich hoffe, das geht nicht schief. Und jetzt sind alle aus dem Weg. Die müssten ja da keinen Schaden nehmen. Ich will bloß nicht, wenn ich vorbeilaufe, dass ich dann vergiftet werde die ganze Zeit. Moosbedeckter Stein. Wieso kann ich den anklicken? Aber wenn man sich da draufsetzen kann, natürlich. May the darkness protect you. Gott. Red mal im Lager mal drüber. Mal. Viele Sachen sind nun immer ähnlich. Ja, ich will ja zum König kommen. Wo ist denn der Chef? Oh. Myko ist Sovereign, da ist er. Hallo. Fleshwalker. Tongue talker. Far you come. Reach into memory. Tell me of home. Zu Hause, wo immer ich bin. Herz mit Erinnerungen an liebsten Orte füllen? Baldira. Die das Ufer von Kiontar, grün und fruchtbar, aus geistiger aufrufen. Den belebten Marktplatz der Stadt denken. Schildzwerg, Recorder, Majesty of the Northern Ranges, Untamed and Unforgiven. Machen wir das. Schildzwerg ist ziemlich spezifisch. It reveals its own home in reply. A humid cove, filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. I do not belong here. I am not welcomed here. What? I grow among them. Yet I am not of them. I grow among them. Okay. Ja.
Oh, okay. Die Gruppe einzeln laufen lassen, hier die Bilder rausziehen. Dann sind sie getrennt. Und dann wieder zusammenziehen. Haben wir sie einzeln laufen lassen. Ich meine, ich habe hier auch noch zum Erforschen. Ich bin jetzt hier hinten weiter. Das Hilfe. Wimmelpilze brauchte ich nicht, ne? Ein tiefes Loch. Even with your keen eyesight, the hole below you soon plummets into an abyss of impossible darkness. Hallo. Your call echoes as it plunges downward before gradually fading away. Nur? The hole offers only pitch black, nothing. The hole offers Hallo. Okay. Akzeptiert. Passiert nichts. Ja, yeah, es geht nur bis Level 4. Level 4 habe ich schon lange erreicht. That's a Sousa tree. Sharp. These things deep. Drain away one's magic. And still fresh. Shouldn't linger here. Some monster did this. Marking its territory. Da hinten habe ich einen gesehen. Ah, das war ein Hakenschrecken. Was für Pilze müssen wir nochmal sammeln, aber wir müssen am besten mit ihr reden. Ich denke mal nicht, dass wir die einfach so finden. Wahrscheinlich. Nee, des Turms. Heben Magie in der Nähe auf. Susu-Blüte. Oh, damn. Der Bart der Zwerge ist der Hammer. Abgrundkriecher, da geht's auch nach unten rum weiter. Weil wieso auch nicht, ne? You know? Wieso nicht einfach eine fucking geile, epische Hülle machen? Geht das irgendwann weg? No, wächst der Pilz nach? Oder ich vergesse ihn anzuschießen? Oh shit, geht das gar nicht weg? Muss man hier... Oh no! Schieß, zieh die so oft raus, die Sachen, Moment. Dann locken. Pick this. Da gibt's die Blüte. Für ein Rezept vom Schmied? Ich habe noch gar keinen Schmied kennengelernt. What the fuck? Es gibt einen Schmied, wo man so ein Rezept machen kann? What? Ich sollte vielleicht nochmal zurückgehen und... Ich bin aber so vorgegangen und weiter, wo mich dieses Abenteuer hingebracht hat, you know? Sounds like someone's about to die. Oh, vom Schmied. Das war mal nicht. Nee, nee, Spoiler bitte nicht. What the fuck? Vielleicht finde ich das auch noch. Ich habe ja noch vor, ich bin auch einen zweiten Playthrough noch gleichzeitig am machen, wenn wir nachmittags spielen. Oh, more Moment. What? The fuck? Bin mir sicher, dass ich den nicht finden können. Ich bin halt bloß andere Richtung gegangen. Ich habe Vorteil bei Giftwürfen. Ich habe die Oberwelt noch nicht mal ganz fertig. Ich wollte eigentlich bloß... Ich bin von einem ins nächste gestolpert, okay? Das ganze Abenteuer ist hier. Ich stolper von einer Sache in die nächste, stop, bevor ich irgendwas... Stop. Es ist einfach ein Abenteuer hier. You recognize the name. Bibberbang. A mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Ihr könnt euch sicher ein paar Pilzen vorbeischlängeln. Please. You help. Scroll.
escape. My bag, please. I've dropped it somewhere. Okay, ich hole einen Beutel. Thank you. Ist dann, einverstanden. Hat er hier irgendwo? Verrotteter Korb? Ist das ein Beutel? Nee. Ich meine, soll der Beutel hier sein oder ich sehe mich hier gleich alles in die Luft jagen? Ich meine, da ist, das sind ein paar Sachen. Da ist ein Kreis. Ich meine. Oh shit. Oh shit. Mal rüber springen. Oh shit. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh fuck you. Renn! Moment. Tot. Shit. No! Ups. Ich dachte, ich kann mich hier vorbeischleichen. Mit dem nächsten Charakter machen wir das besser. Ich hoffe, das brennt sich irgendwann aus. Oben hat es doch auch ausgebrannt. Ich meine, ich hoffe, das brennt sich irgendwann aus. Ich stehe da so. Erzähl mir jetzt den Beutel. Es kann auch sein, dass er meinte, dass der Beutel irgendwo anders gelegen ist und ich sie woanders finden soll und hinbringen soll, aber... Seriously? Hört das Feuer nicht auf? Wo ist die Größe? Ist größer, oder? Ja, wesentlich. Naja, da müssen wir mal Wasser machen hier, shit. Vielleicht müssen wir... Oh no! Vielleicht müssen wir dann doch noch mehr rasten hier. Das ist ja... Ich muss ja hier so oft Wasser casten. Ich muss ja hier so oft Wasser casten. Das ist ja... Wenn ich mich hier ein bisschen umgucken möchte. Oh, das ist ein Teleportationszirkel. Das Teil ist auch kaputt gegangen. Das war nicht so toll. Hä? Das war nicht so toll. Aber wir können versuchen. Unsichtbarkeitsmesser. The corpse regards you lifelessly. Wir haben mit Toten sprechen. Es ist ja nicht so schlimm, wenn einer stirbt. Wie seid ihr gestorben? Ding. Noble Stark. Fell.
Iberbang. Explosion. Warum wart ihr im Unterreich? Anti-Ingredients. Overstock. With my love. Oh, Liebe, wer seid ihr? Balin. Bone Clunk. Wo seid ihr, Frau? Yes. With my Kunitz. Helping. No. Hattet ihr Wertsachen? Oh. Sharp. Oh. Bone Cloak. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Oh no, ich habe limitierte Fragen. Schriftrolle Federfall lag da. Fuck it. Na doch. Oh, macht Schaden. Das hat's überlebt. Ja, je mehr ich mir das hier umgucke, glaube ich, dass das da nicht. Dass wir da hätten. Shit, sollen wir jetzt hier noch mehr rasten? Wir haben alle Zauber mit ihr verbraucht, deswegen. Fuck, ich mach bloß eine kurze Rast. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Dauern so viel lange Rast machen. Shit. Es kann gut sein, dass der Beutel irgendwo anders war. Den er irgendwo verloren hat. I don't know. Finden wir dann vielleicht mit einem anderen Charakter. Oh no. Jetzt kann keiner mehr Zauber wirken, hä? Okay. Ans Lager senden. Easy. Mitgenommen. Passt. Ist das jetzt böse, das Viech? Ich denke schon, ne? Das sind. Yep. Böse Hakenschrecken. Stufe 4 Hakenschrecken sogar. Jo! Katalina ist dran. Wir können auch verdammt gut klettern. Ich meine. Könnte man es eigentlich verstecken, glaube ich. Aha. Und dann eben den Hinterhältigen machen. Ziel ist von Schatten verschleiert, steht bei mir dort. Fies. Fies, da unten ist dunkel. Oh Gott, der sieht auch fast nichts. Aber egal, schauen wir mal, was die Level 1 Projektile für Schaden anrichten, weil sie müssten jetzt doppelten Damage machen, oder? Das ist garantierter Schaden, dem kann er nicht ausweichen. Das ist schon strong. Ja, ich kann da unten kein Licht machen. Also ich gehe noch weiter runter. Dann kann er mich dann auch sehen, hä? Immer noch verschleiert, na scheiß drauf. Zum Treffer. Schauen wir, ob wir versteckt bleiben können und dann hochkommen. Oh, Alarm. Oh mein Gott, was tut der alles? What's it calling to? Are there more of them? Fiat Lux! Im Kampf auch wirken können, aber jetzt haben wir es halt hier gemacht. Kommen gleich noch mehr. Immer noch verschleiert im Schatten. Sieht er mich hier? Nope, da. Nope, sieht mich. Jetzt hat er ihn entdeckt. Unsichtbar? Nope, der sieht ihn. Okay. Ich mein. Level 1 magische Geschosse.
Nein, ein Leben! Na, haben wir nochmal. Obwohl, vielleicht. Ja, ich komme da nicht nein, okay. Magische Finsternis. Scheiße. Filro, der Vergessene. Interessant. Da unten ist auch noch mal was zum... Ah. Mach mal einen. Spring runter. Mach einen um. Gut. Ich dachte, ich habe da Licht drauf castet auf mich. Ach, auf den Bogen habe ich Licht gecastet, ich Vollidiot. Tja, Filro, du vergessen. Auf 25 Leben ist eigentlich nicht viel, aber bevor der was castet, hauen wir dem gleich Magic Missiles rein. Torment! Also, ich sag, die Kette ist mal ziemlich krass für den Mage, ganz ehrlich. Achso, das müsste ich da auch mal einen Zauberplatz aufwenden. Nochmal langer Rast fällt mir auf. Astarion. Die Sache ist, ich würde natürlich ziehe das außerhalb der normalen Reichweite. Das ist ein Problem. Aber ich habe hier erhöhte Position. Das ist wieder ein Vorteil. Schießen wir trotzdem mal. Bleib mal oben stehen. Naja, schade. Egal. Holy shit, was der für einen Sprung kann! Damn, okay, dafür kann er nichts anderes machen. Untote vertreiben, bringt mir ja nichts, der ist ja nicht untot. Der hat viel. Ich mach mal göttliche Macht. Und stell hinter den Illusion hin. Müsste man eigentlich Vorteil haben in Angriffswürfen dann. Springt der auch noch rüber? Holy shit, da ist noch einer! Ja, okay, der springt runter, das ist okay. Oh mein Gott. No, 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 nicht hauen, nicht Gale hauen. Okay, 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 wir müssen uns überlegen, was wir tun. Oh mein Gott. Okay, wichtige Entscheidung. Wir haben aber keinen Hinterhältigen. Weil ich dazu hinterhältig machen muss. Können wir Trank mit Waffe überziehen, einen Hieb oder Stichwaffe mit Dreier. Eine Minute lang Giftschaden bewirkt. Kostet Bonusaktion. Machen wir das. Und Damage machen hier. Oh Gott. Das ist wirklich Damage. Okay. Das ist ein Problem, um ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, das ist ein richtig fucking Problem. Gott, die stehen alle zusammen, wenn die sich auf einen fokussieren. Ich muss eigentlich hoch sie schützen, aber er müsste... Ah, wir könnten ihn unsichtbar gehen lassen, damit er hier nicht gemetzelt wird. Weil jetzt ein magisches Geschoss... Ich meine, es macht zwar Damage... Ich kann ihn dann schlafen lassen. Es macht zwar Damage, ah, da hat er auch Licht, aber wir können damit keinen direkt töten. Das heißt, ich würde gerne, wenn es geht, hier hoch und schauen, dass der Skill sich aktiviert auch. Hat sie ihn an. Fighting Style Protection ist auf sie geschützt. Mit Schild sollte sie eigentlich kein Problem haben. Astarion hat noch eher mehr Probleme. Aber wir können den auch. Vielleicht können wir ihn fürchten, das Fürchten beibringen. Verängstigt, nice. Okay, und sie ist darüber geschützt. Und mit ihm. Machen wir Verschwindibus.
Haha! Bin unsichtbar! Easy! Shit, wenn der da noch hochspringt, dann macht's hier ein AOE und so, dann bleiben wir mal. Oder wir gehen auf die andere Seite einfach. Ich will dann nachher wieder casten irgendwas, natürlich jetzt gerade nicht, weil. Nice, der rennt weg. So, ja. Okay, sind sie noch dran? Wir bleiben im Schutz natürlich stehen. Oh no, ich habe meine Reaktion dafür aufgewandt. Oh shit, ich hätte die Gegenangriff aus. Nee, Moment. Das war dumm. Habe ich noch die Fackel in der Hand? Wieso hat die Fackel eigentlich kein Feuer mehr? Vergessen, da ein Feuer dran zu machen. Hm. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, dass sie da rumsteht. Wer da hochkommt. Aha, keine Zauber wirklich, ne? Machen wir einen Bonus auf. Geben wir uns einfach einen Bonus auf Rettungswürfe. Oh, dann habe ich da die Konzentration verloren. Ich habe vergessen, dass es auch eine Konzentration war. Oh, nice. Das ist okay. Okay. Nee. Ja, das war klar, dass er hochkommt. Konzentration verloren. Na toll. Okay. Okay. Es ist okay, okay. Wir können hier. Jetzt haben wir hier halt keinen Vorteil mehr und so. Nicht verängstigt, schade. War ein Versuch wert. Will eigentlich, weil der kommt auch irgendwann aus dem Verängstigt raus, ne? Okay. Oh, wir sind da hoch. Wir können hier. Einen Schaden! So hat er nicht den Gegenangriff nicht aktiviert gehabt. Umstehen. Der hat 31, jetzt 27 und liegt am Boden. Aber sie kommt gleich dran und steht auf. Ich muss den Gelegenheitsangriff bei mir ausmachen, damit sie den Schutz dann hat. Ich denke, es ist okay. Mein Gott, wir werden eh bald rasten müssen, oder? Ja. Scheiß drauf, dann setzen wir Tatendrang ein. Ich will ihr alle Zauber fürs. Ah, shit. Kann ich das ihr geben? Ich kann das auch ihr geben. Wieso verderben? Was? Wieso hat sie Verderben gekriegt und ich hab. Was? Absoluter Schutz auf Schattenherz gewirkt. Hat ein Vording. Wieso kann ich absoluter Schutz nicht? Verursacht der absolute Schutz seine Gläubigen, beschwöre seinen Namen, eine Rüstungsklasse um 2 zu erhöhen. Das ging nicht? Was habe ich dafür? Ist das ein verfluchtes Schild? Vielleicht geht das nicht, weil ich. Ich kann das nur auf mich selber machen, oder was? Das Schild ist vorne im Blut verschmiert, was Träger des Mals des Absoluten anstachelt, alle anderen jedoch beeinträchtigt. Ich hab das Mal nicht, oder? Bin ich dann auch gleich verflucht? Oh shit, ich hab da nicht drauf geachtet. Oh shit, das muss ich nochmal genauer untersuchen hier.
Okay, wir sind da immer noch unsichtbar. Ich denke, Spurt müsste nicht Unsichtbarkeit rausmachen. Doch, wieso macht Spurt eine Unsichtbarkeit raus? Oh no, das war mir nicht bewusst. Zauber endet vorzeitig, wenn die Kreatur angreift oder selbst einen Zauber wirkt. Habe ich weder noch gemacht. Okay, das ist ein Fehler. Das sollte nicht machen. Spurten sollte normalerweise nicht. Ich wollte unsichtbar da vorbeispurten. Das ist dumm. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, mit dem Nachteil jetzt ist das alles ein bisschen scheiße. Ich meine, ja, gibt dir halt selber Bonus auf Rettungswürfe. Können da eh nicht so viel machen. Wir warten einfach und halten Verteidigung aufrecht. Wieso ist der wieder nicht aktiv? Jetzt sind wir da aktiv gerade. Wir müssen ja sowas von agieren. Hinterhältiger. Nice. Der muss sicher down gehen. Sache heilen. Shit. Nein, können wir den stoßen? Ich denke nicht, dass wir den stoßen können. Ha! Die hat's geschafft! Die hat's geschafft! Die hat doch gar nicht so viel Stärke. So, why not? Why not? Kann ich auch, was du kannst! Shit, jetzt habe ich da nicht genügend Movement, um da ranzukommen. Das kann ich auch, was du kannst! Damn. Das ist auf den Boden schießen, ist scheiße. Machen wir noch Spurten an, dass wir noch wenigstens hier nebenhin laufen können. Und Gail damit schützen können. Springst du wieder hoch oder was hast du vor? Spring wieder hoch. Okay. Weißt du, was ich dazu sag, wenn du da hochspringst? Oh, Asterion steht hinter ihm, das ist gut. Ich sag, get critted. Oh, schade. Okay, pass auf. Kann Asterion das auch? Oh, der kann bis da runterschubsen. 30% Chance. Nice. Kaidine, komm! Randa! 10! Schon näher, da kann 100%, weil er nicht wieder stehen kann. 8 Maximum gerollt. Whatever, ein magisches Geschoss, das ist sicher tot. Nice. Okay, das lief sehr gut, bis auf diesen einen Crit, was wir kassiert haben. Isa, sehr starkes Team. Haben wir richtig gemacht. Sollten wir speichern.